heute zeige ich euch mal, wie man disponiert. Dazu gehe ich auf Konto, Fortplanung und dann sehe ich, was ich für Trailer habe. Beziehungsweise, wenn Trailer da sind, sehe ich, was da ist. So, wir haben jetzt zum Beispiel einen Roswell 41 Dollar. Das heißt, ich schaue mal bei Auftragsangebot, gebe Roswell ein, schaue bei Ziel, dass der Hack raus ist und dann sehe ich alle Aufträge von Roswell, die weggehen. Dann schaue ich nach Wert, schiebe das drüber und dann schauen wir doch mal, was wir da Schönes haben. Wir haben nichts. Okay, sortiere ich nach Gewicht. Dann wollen wir, dass der Container auch voll ist. Erdbeerkäse, Navigationsgeräte. Okay, hier sehe ich jetzt zum Beispiel nichts, was mir gefallen würde. Das wäre gar nicht schlecht. Aber ist ein bisschen zu viel. Das heißt, ich schaue nochmal. Roswell, ob ich vielleicht 27 Tonnen noch in Roswell habe oder in der Nähe. Habe ich natürlich nicht. In Tucumcari könnte noch was sein, aber nee, den glaube ich, den habe ich schon umgesetzt. Ja. In Ritten hätte ich einen 27 Tonner und einen 40 Tonner. Dann schauen wir mal, was in Ritten ist. So, das heißt, es sind 40, sind 67 Tonnen könnte ich transportieren. Motherboards, das Spokane. Okay, 41 Tonnen Grafikkarten nach Moab. Würde ich nehmen, theoretisch, aber dann habe ich wieder eine Tonne ins Acht zu fahren, 1,5 Tonnen, und das ist blöd sowas. Ich könnte sich die Impfstoffe nehmen oder den Arbeitsspeicher nach Flagstaff. Was haben wir denn noch? 7 Tonnen vielleicht irgendwas? Moab? Nee, das baut man noch mit dem Utah bis alle Leute das DLC haben bei uns. Also zumindest alle, die fahren. Kondome nach Bellingham. Bend. Na ja, gut, das könnte ich eigentlich theoretisch mit verwerten. Läuft am 12. ab in, ja, ein paar Stunden. Das ist nicht so gut. So, aber solche Aufträge, solche kleinen Furzaufträge, die kann man immer wieder mitnehmen. Weil mitunter hat man halt auch ein bisschen Platz noch. Hallo? Achso, mehr gibt's gar nicht. Okay. Also würde ich fast die Impfstoffe nehmen. Nach Socorro ist jetzt nicht der Wahnsinn der Preis, aber. Oder nach Flagstaff lieber, 33 Tonnen. Haben wir noch was mit 7 oder so? Tucson, Phoenix, Gallup, Bier. Liegt aber auf dem Weg, also könnte man theoretisch mitnehmen. Wenn man schaut, ich habe ja mittlerweile alles offen. Ritten ist ja hier. Wir müssten theoretisch nach Flagstaff, das heißt, wir fahren über Gallup. Also könnte man dann quasi hier lang fahren und hier einen Zwischenstopp machen. Aber das sehen wir dann. Okay. Tucson, Kayenta. Kayenta ist ja auch in der Ecke, gell? Ja, ist oben rum. Bergers von Gallup. Das Bier könnte man mitnehmen. Das läuft am 14. aus. Das ist okay. Portland, ja. Pendleton, Bakersfield, Price. Okay, dann nehmen wir das mal. Jetzt schaue ich erstmal schnell nach dem anderen, wann der abläuft. Das war 16. Perfekt. Dann nehme ich das an. Und dann gehe ich zu dem Bier. Nach Gallup. Genau, wichtig ist, dass er darauf achtet, das ist jetzt ein 40 Tonner, das heißt, die weiße Schrift können sie anfahren. Die blaue Schrift ist für 60 Tonner geeignet, also ganz groß. Und die gelben, da habe ich jetzt hier zum Glück gar keinen. Doch da. Da können nur die kleinen Trailer ran, also die Single Trailer. Die 27 Tonner. So, dann nehme ich den auch an. Dann gehe ich auf Planung. Sehe ich oben schön die Aufträge, die noch offen sind. Ich könnte auch theoretisch den da machen, weil dann die geplant sind, sind dann raus. Dann sieht man nur, was man noch hat. So, dann klappen wir mal auf. Wir sind in Roswell Bitumen. Ne, das ist der falsche. Ritten wollte ich. Ritten, da. Der da.
beim Home Store. Wir müssen zum Mining Quarry und Coastline Mining. Das heißt, ich schaue wieder auf die Karte. Wo ist was? Das müsste ja gleich nebeneinander sein eigentlich. Genau, Coastal Mining, Coastal Mining. Wie rum ich jetzt da hinfahre, ist eigentlich wurscht, weil geht eh alles in einen. So, also. Dann fahren wir erstmal zu dem. Dann fahren wir zu dem. Da sind ganze 33 Tonnen drin. Also sprich, der Arbeitsspeicher. Dann fährt er jetzt hier zu dem zum Coastal Mining. Steht er hier. Und lädt noch die 3,5 Tonnen ein. So, aber da ist jetzt immer noch 33 Tonnen. Das sind 7 Tonnen Platz, hätten wir noch. Schaue ich doch nochmal, ob wir vielleicht den Gallup was haben. Richtung, ja, so war es in die Richtung. 7 Tonnen könnten wir mitnehmen. Portland, Lakeview, Longview, Medford, nee, Spokane. Nicht so richtig. Könnte man machen, aber ist eigentlich, in der städtische Tour ist immer meistens ein bisschen. Es lohnt, sage ich jetzt mal, nicht den Aufwand. Gut. Was haben wir noch da? Santa Fe könnte man auch anfahren unterwegs. 33 und sind 6,5 Tonnen. Das sind 36 Tonnen. Ja. Okay, 36 Tonnen, das heißt 3,5 Tonnen könnte man auch mitnehmen. Eugene. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein gutes. Wieso ist das Santa Cruz? Wieso Santa Cruz? Ich wüsste nicht, dass ich Santa Cruz eingegeben habe. Santa Fe wollte ich. Also nochmal von vorne. Ich hätte vielleicht gleich Santa Fe gucken sollen, gell? Naja, hinterher ist immer schlauer. So, 3,5 Tonnen. Seattle, Salem. Flagstaff. Na also. Ist zwar Speiseeis, aber ja, gute. Ich sag mal so, wenn der Trailer leer ist, ist er leer. Weil es bringt ja nichts, wenn man jetzt. Nehme ich den auch noch ran. Jetzt habe ich nicht aufs Datum geschaut, aber ich hoffe, der passt, sonst möchte ich den gleich fahren. 14. Das geht auch noch. Also ihr dürft nicht vergessen, das Ablaufdatum, wenn ihr es annehmt, verlängert sich um 2 Tage. Also der oben jetzt, hier wäre dann am 19. wenn der ablaufen würde. So, jetzt sind wir in Retton in der Quarry. Das heißt, wir fahren jetzt nach Santa Fe. Mit den 36,5 Tonnen. Laden jetzt noch das Speiseeis ein. Hier. Und dann fahren wir nach nach Gallup. 39,5 Tonnen, perfekt. Jetzt laden wir die. Ja, oben ist er verschwunden. Ach Gott, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. das Bier. Genau, das Bier hat mein Haus. Und dann fahren wir weiter nach Flagstaff. Da schaue ich wieder, welche Station besser und näher ist. Das ist einmal Bitumen A und HMS Machinery. So, was haben wir denn da? Die Machinery sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Hallo? Ist ein anderes Flagstaff. Oh, die liegt weiter außerhalb. Kann auch manchmal sein. Oh, das ist hier oben. Das ist Bitumen. Das ist von Canyon Village. Ja, manchmal. Keine Ahnung. Manchmal ist das halt nicht da. Dann fahren wir irgendwie. Letzten Endes ist es eigentlich wurscht. Ich spare heute ganz gerne ein paar Kilometer. Dass ich jetzt nicht dahinter fahre und dann wieder vorfahren muss oder so. Gut, in dem Fall ist es dann wurscht. Dann nehme ich das, was zuerst kommt. Nämlich. Ja, finden wir es raus, wo es ist. 36 Tonnen, 200, okay. Und dann noch nach, genau, 151 Kilometer. Wo ist denn das Ding, Mensch? Das ist ja Wahnsinn.
Machen wir raus. Das ist kein, immer noch kein Village. Holbrook. Ah ja, da haben wir es nämlich schon. Dann zählt das hier zu Flagstaff. Gut, das heißt, wir fahren erst hierher und dann dahin. Dann drehen wir das Ganze um. Also sprich, ich lösche die Fahrt, auch die nachfolgende. Und dann fahren wir nach Bitumen und dann nach Flagstaff. Zu dem HMS Machinery. Oben ist der Auftrag weg. Das heißt, ich habe alles richtig gemacht. Jetzt brauche ich es noch einmal aufklappen alles. Und dann schaue ich nach dem Auftrag, der als erstes abläuft. Dazu. In dem Fall ist es der 14. Das heißt, ich nehme einfach hier das Datum und trage das hier hinten ein. Es ist abwärtskompatibel. Das heißt, der letzte Auftrag, dieser hier zum Beispiel, könnte jetzt am 18. gefahren werden. Aber da ich das ganz gerne alles in einem Aufwasch mache, mache ich die meistens alle gleich. So, ausgeschrieben. Den können wir so lassen. Ausgeschrieben. Den können wir auch so lassen. Sehr schön. So, der hat jetzt am 16. Da machen wir jetzt 14. rein, sonst gibt das nämlich intern Probleme. Weil der Auftrag dann später ablaufen könnte, als dürfte als der. Und das, ja, sorgt eine Verwirrung, weil dann die Aufträge in der Ausschreibung quasi anders gelistet sind. Und das ändern wir auch, weil ich glaube, das ist genau anders. So. Jetzt haben wir eine Leerfahrt. 33 Tonnen. 36,5. 39,5. Passt. Jetzt schaue ich auf Fahrtangebot und aktualisiere mal. Tada! Und da ist die Tour. Mehr ist es nicht. Ja, das wäre es schon gewesen und wir tragen die jetzt noch eine Liste ein, damit wir sehen, wie viele wir gefahren sind und so. Aber letzten Endes, mehr ist es nicht. Also ich hoffe, ich konnte helfen und macht's gut. Ciao!